Goodie, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Grimrock. Wir sind also in den Crystal Mines endlich angekommen und werden versuchen, den Rest jetzt auch noch zu entdecken, den wir hier schon so ziemlich angefangen haben. Die Crystal Mines sind sehr weitläufig, das haben wir schon festgestellt. Und hier geht's noch weiter. Doch was werden wir hier finden? Nichts außer jede Menge Leitern. Ich habe Angst, dass wenn ich zu weit trete, dass alles vorbei ist. So, mit Licht sieht das schon wesentlich besser aus. Hier gibt's schon mal Muni. Muni ist immer gut. Es würde mich nicht wundern, wenn wir auch noch einen Spinnenboss bekämen. Nachdem wir jetzt schon Skelette als Boss hatten, Ratten, Pflanzen, Giftpilze, alles dabei. Aber hier unten scheint nichts zu sein. Schade eigentlich, da ist ein Kristall. Aber es gibt keine Leiter zu ihm. Das heißt, man kann im Prinzip nur entweder auf ihn runterfallen oder irgendwie eine Möglichkeit erschaffen. Die Frage ist, wie? Ich sehe auch keinen Schalter und nichts. Das ist aber sehr merkwürdig. Na gut, gehen wir erstmal wieder hoch. Ah. What? Wer seid ihr denn? Du verdunkelst mir die Sicht. Ich sehe gar nichts. Paralysiert. Einer ist tot. Ist das normal, dass man nicht sehen soll, wo man hinschießt? Die sind echt gefährlich. Komm, trink mal was, Bal. Okay. Hier rechts ist auch noch einer. Wieder paralysiert. Einer ist schon tot. Der nächste ist tot. Kann uns auch Bane nichts bringen. Das war echt dumm. Wow. Wow, wow, wow. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Muss ja ewig her sein. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Oh, das gibt böse Ärger. Da waren wir hier. Oh, da fehlt uns noch so einiges. Dreck. Also gut. Noch einmal machen. Eigentlich würde ich da ja gerne mal runterfallen, aber das können wir immer noch machen. Ich brauche erstmal einen Stein. Und dann weg, 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 weg. Okay. So, und dann hatten wir die Spinnen besiegt. Oh Gott, das alles wieder... Wiederholen. Das war Nummer 1. Level up für Lou. Stimmt, so war das. Und dann hatten wir das auf Stärke gelegt, damit Lou mehr tragen kann. Zumindest haben wir so getan, als wäre Stärke. ...452 Schaden. Das haben wir vorhin bei den anderen aber nicht gefahren. Na komm. Letzte Spinne kriegen wir auch noch. Geht doch. Dann hatten wir die Kristallstiefel.
Nee, die solltest nicht du tragen, sondern Baal. Und die Meteorstiefel hast du bekommen. Weg. Ach, alles nochmal ablaufen. Das ist nervig. Das ist echt nervig. Komm, wir schlafen. Könntest du ihr bitte einen Trank geben? Danke. So, dann ist das schon mal geheilt. Und auch das Gift wird nachher nachlassen. Hoffe ich. Ach, nimm Anti-Venom. Wir haben sogar noch eins. Geben wir gleich Rassia. Ach, die ist schon geheilt. Sehr schön. Dann hatten wir die Schriftrolle gefunden. Du hattest deinen Level-Up in Athletik. Ist doch richtig, ne? Carrying Capacity 15 Kilogramm mehr. Akzeptieren. Jetzt kannst du 72 Kilo tragen. Du 75 sogar. Unglaublich, aber wahr. Und wir haben alles entdeckt. Genau, dann sind wir hier lang gegangen. Sind bei den Kristallen gewesen. Nee, dann sind wir nicht hier lang gegangen. Dann sind wir wieder zurück. Es ist schwierig. Es ist echt schwierig, sich hier zurechtzufinden. In diesen riesigen Minen. So, jetzt darum. Und dann waren wir hier drin. Safe Game. Gleich speichern, was wir wieder gemacht haben. Nicht, dass das wieder so ein Desaster wird. Genau, und dann sind wir hier umhergeirrt und haben versucht, zum Kristall zu kommen. Entdecken nochmal alles. Wunderbar. Okay, alles entdeckt. Jetzt die Leiter hoch. Oh, das hätten wir beinahe übersehen. Wunderbare Muni. Zum Glück habe ich immer Besuch hier, der mich darauf hinweist. Da war was. Ein Glück. Speichern. Unter LP. Und jetzt geht's los. Wieder kämpfen. Der Weg hält noch. Warum hält der Weg noch? Okay, wir haben es geschafft. Wir sind auf die andere Seite gekommen, wieder mal. Und ich finde nicht raus, weil ich nichts mehr sehe. Okay, wir bleiben erstmal hier. Die Sicht lichtet sich. Lieber gegen die da kämpfen, die sind einfacher. Mit den anderen weiß ich noch nicht, wie ich umgehen soll. Oh. Heiltrank. Er brennt. Das ist schon mal gut. Der haut ganz weit ab. Schön verstecken. Gar nicht erst kriegen lassen. Nicht spucken. 222er Crit. Okay, wir müssen raus. Das hat so keinen Sinn. Schlafen. Oh Gott. Paralysiert. Ist weg. Genau, verschwinde einfach, du hässliches Vieh, du. Ah, tot. Sehr nice. Nur noch einer. Hat der uns etwa angekackt? Ist ja widerlich. Aber dafür haben wir es endlich geschafft. Jetzt muss ich nur noch irgendwie was sehen. Dankeschön. Und dann versuchen wir nochmal zum Kristall zu kommen. Jetzt müsste es ja funktionieren. Ja. Ah, alles wieder regeneriert, gespeichert. Alles ist toll.
Dorthin müsste es auch einen Weg geben. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Gibt es noch einen Schalter? Wohl nicht. Nee. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meint die Wand und nahm's dem Dübel übel. Oh mein Gott. Hallo. Das Spielchen können wir noch eine Weile treiben, wenn du willst. Fällen aufladen. One hit. Gott, oh Gott, hier ist was los. Lu hat Hunger. So, ah, noch ein Blood Drop Cap. Sehr nice. Ja, Hinweise sind schon schön, wenn man die von hinten bekommt. Ach, perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wieder etwas erledigt. In unserem Leben. Was macht denn das grüne Teil? Ich habe noch nie einen grünen Kristall gefunden. Protects the party against physical damage. Das heißt, hiermit haben wir physische Immunität, werden nicht mehr angegriffen. Nur gegen Magie ist das kein Schutz. Eigentlich möchte ich den Kristall zu gerne nochmal benutzen. Aber er will nicht. Jetzt. Dankeschön. Gut, das wäre geschafft. Hier sind wir soweit durch, weitestgehend. Und versuchen jetzt irgendwie dorthin zu kommen. Erstmal speichern, das vergesse ich sonst wieder. Und wenn wir sterben, dann ärgere ich mich. Obwohl ja gespeichert wurde. Blödsinn. Durch den Kristall, natürlich. So, da waren wir überall. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Einen Kellerschlüssel. Einen Minenschlüssel. Gut. Das war bloß die Vorrichtung für den Schlüssel. Spinnen. Gegen euch habe ich die perfekte Waffe, nämlich töten. Auch wenn ihr mir Ball vergiftet, das ist mir egal. Muss bloß gerade mal gucken, dass ich die Muni wieder reinpacke, zusammen mit meiner Kanone. Wo ist die denn hin? Habe ich meine Kanone weggeschmissen? Nehmen wir die erstmal. Das ist aber sehr eigenartig. Ich habe hier noch einen Hubkey. Für Hamlet of the Stormbreach. Damit wir dort jederzeit hin können. Noch eine. Auf den Popo gehauen. Da ist eine Kiste. Da komme ich nicht hin. Vielleicht gibt es wieder Knöpfe irgendwo. Zumindest gibt es hier Spinnen ohne Ende. Okay. Knopf. Secret found. Endlich mal wieder. Da liegt sogar noch was, oder? Tatsache. Na, wie man da hinkommt, das werden wir noch herausfinden. Jetzt erstmal zum Schlüssel. Meteorhandschuhe. Oh mein Gott. Die Plattenteile, die kriegt jetzt erstmal Lou. Die kriegt auch erstmal eine ordentliche Hose. Ach, Lou hat schon eine ordentliche Hose. Was ist denn das? Das Reset. Protection 4. Nee, da ist unser Zeug besser. Aber geil! Wir haben die Meteorhandschuhe. Oh, wenn wir das Meteor-Set komplett kriegen, ne? Dann freue ich mich richtig. Da ist eine Wurst drin, eine Fackel und zwei Anti-Venom. So, jetzt könnt ihr wieder schlafen. Das speichern wir auf jeden Fall. Demnächst hat Baal auch wieder ein Level-Up. Das ist super, das habe ich gerade schon gesehen. Also die Leiste ist fast voll. Uns fehlen tatsächlich nur noch so circa 175 Abonnenten.
Das wäre schön. Dann haben wir ein Level Up. Ein Fisch. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schalter? Also so mittlerweile vertraue ich diesem ganzen Zeug gar nicht mehr. Hier sind wir überall gewesen. Das sieht gut aus. Dann geht's hier noch lang. Da waren wir bei der Kiste. Dann müssen wir wieder zurück bis nach da unten. Okay. Kriegen wir hin. Wir sind die Master of Disaster. War ich hier schon? Nee, hier war ich auch noch nicht. Ah, hier ist die Muni und sogar noch ein Kräuterli. Guck mal, die Kräuter, die vermehren sich hier ohne Ende. In den Beuteln. Und das ist schön, das ist wirklich schön. So haben wir schon ganz viele Blood Drop Caps. Sonst noch irgendwas, was ich nicht einsortiert habe? Ja, euch. Okay. Schön umgucken. Da vorne. Das ist der letzte Power Gem, der uns fehlt. Wie kommen wir da ran? Oh Gott. Der absolut letzte. Ein Rezept gibt's auch noch. Für die Kochfrauen unter uns. Nee. Ich versuche mal von der anderen Seite aus zu kommen. Einmal Licht machen. Ich sehe nämlich schon wieder kaum was. Hallo? Ah, eine Armbrust. Brauche ich nicht. Pfeile brauche ich auch nicht. Ohne Armbrust keine Pfeile.